Ja, willkommen zurück. Bloodborne DLC, The Old Hunters. Wir wollten hier mal die Treppe hochgehen. Aber wir müssen auch nochmal ein bisschen zurücklaufen. Hier sind noch einige Bereiche, meine ich, die wir noch nicht gesehen haben. Das war doch ein bisschen umfangreicher hier gerade. Trotzdem wollten wir erstmal hier hoch und dann machen wir das direkt. Was ist da? Ach, da ist wieder so ein, ja, so ein blöder Gatling-Opa. Da müssen wir auch mal irgendwie vorbeikommen. Vielleicht erstmal einen Sprint und dann nach oben. Wenn er fertig ist, dann mit seinem Geballer. Jawohl. Den können wir uns schnappen. Und zwar. Mach ich mal hier. Ja, sieht so aus. Sieht so aus. Und dann sollten wir das auch tun, denn. Der Opa hat ja wohl nichts anderes verdient. So. Gucken wir aber jetzt mal hier, was haben wir da? Ein Aufzug? Ja, lassen wir erstmal. Ich bleibe erstmal auf der Etage und wir wollen es erstmal hier durch. Nicht, dass wir zu weit laufen und möglicherweise zu viel übersehen nachher. So, ich habe auch noch irgendwo. Ah! Wieso denn jetzt auf der Seite? Das Zeug ist. Das ist. Heftig! Wenn man mal guckt, was das alles abzieht. Genau. Ich bin hier nämlich runtergefallen schon mal und hab so ein paar Echos verloren. So, haben wir sie zurück. Sehr schön. Gut. Hätten wir das auch. Dann laufen wir hier mal weiter. Immer an diesen Schränken hier ist immer so gefährlich. Da kommt diese Scheiße raus und das zieht mächtig ab, wie wir gerade sehen konnten. Und das wollen wir nicht. So, hier sind diese Schwestern hier. Was ist das denn? Die haben gar keinen Kopf mehr. Sehen die uns überhaupt? Aber bestimmt. Und wenn sie uns nicht sehen können, können sie wohl spätestens riechen. Vielleicht mal ein bisschen auf Abstand halten, die Scheißer. Ja, hier ist ja so ein scheiß Schrank. Ich weiß nicht, wenn der ja abge. Ja, scheiße. Ja, es ist halt so, ne? Also die Ludwigsklinge, die haut halt doch am besten rein. Ist ja auch logisch. Hat ja Stufe 10 bei mir und ja, macht die meisten Schaden. Die kopflosen Reiter sind es ja nicht. Schleicher. Naja, nur liegt da auch der. So, was haben wir da? Da sehe ich schon mal was. Oh, wir kommen sogar rein. Sehr schön. Was ist das denn hier für ein Haufen? Da liegen so komische Haufen. Mit was auch immer. Ja, es lebte noch irgendwie. Machen wir dem Ganzen mal ein Ende. Hier sind ja schon merkwürdige Experimente gelaufen. Das kann man erahnen. Blaues Elixier. Blaues Elixier. Nein, ich will. Vergrößerter Kopf. Was auch immer das wieder ist. Wieder so ein Schlüsselgegenstand bestimmt. Scheiße, was ist das denn? Verpiss dich, ey! Jetzt weiß ich auch, was die Dinger können. Scheiße. Was war das? Schön gewartet, ne? Ja. Oh, hier ist wieder ein Schrank. Hier. Kann es sein, dass ich die. Dass ich das. Oh, hier ist wieder blaues Ex. Hier, das war ja dafür da, um unsichtbar zu sein, ne? Also ich kann mir das. Ich kann das Zeug saufen und dann. Wenn ich gehe oder so, dann bin ich unsichtbar quasi. Zumindest schlechter zu erkennen. Irgendwie so war das. Habe ich. Ja. So, hier waren wir gerade drin, ja. Hier wurden wir wieder attackiert von oben.
So, dann könnten wir eine Abkürzung nehmen vielleicht. Will ich das? Nee, will ich gar nicht. Was ich will, ist hier nochmal zurück marschieren. Der Opa. Vielleicht auch mal. Jetzt könnten wir da vielleicht mal auf. Oder? Ich könnte vielleicht auch mal meine Fiolen, wollte ich gerade sagen, meine Blutechos hier in trockene Tücher bringen. Das ist ja schon wieder ein, vielleicht sogar zwei Level. Nicht ganz sicher. Könnte sein. Naja, mal sehen. Erstmal behalten wir es noch. So, sind wir. Ja, wir sind hier gekommen. Da war der Opi drauf. Hier geht's aber noch. Geht's hier noch hoher? Ja, geht's. Halleluja. Er ist auch immer so. Aggressiv. Mal sehen, für den müssen wir uns mal in Acht nehmen. So, jetzt habe ich eventuell. Nein. Jo, das war. Gut war das. Okay, das ist effektiv. Sehr schön. Ja, no, dann dürfte der Weg ja frei sein. Ja, wo auch immer wir landen. Wir haben ja noch, ja, es ist ein bisschen, ja, die ein oder andere Ecke, die wir noch mal erkunden sollten. Weiß ich nicht, kletter ich jetzt hier mal hoch? Machen wir es einfach mal. Immer hoch hinaus heißt's. Runter geht ja sowieso wieder. Geht ja schnell. So, sind wir gleich auf dem Dach angekommen, oder was? Jo. Oh, Ratten. Haben sich hier oben auch schon eingenistet. Ja, hier ist natürlich Vorsicht. Wenn ich hier runterfalle, ne? Eieiei, dann war's das mal wieder. Dann ist der Tod wohl gewiss. Scheiß Viecher hier. Vielleicht sollte ich mal warten, bis sie hier sind. Ein bisschen mehr Fläche hab. Ich könnte natürlich auch was hinwerfen, ne? Normalerweise müssten. Ui. Müssten die Viecher aber mit einem Schlag oder zwei zumindest erledigt sein. Ich habe immer eine Sorge, dass ich dann durch Schwingen hier runterrutsche. Guck mal. Oh, was ist denn los? Genau, was ich befürchtet habe. Jo. Okay, er springt ja schon freiwillig in den Tod. Oder? Nee, zappelt da unten noch. Doch. Guck an. Hat ihm aber nicht viel gekostet. Naja, auf jeden Fall ist der dann schon mal weg, so. Ja, komm her. So. Hoffe, wir kriegen die noch mehr Überraschung von oben. Wo sind die andere Ratte eigentlich? Auch runtergefallen? Scheint fast so. Großartigen Weisheit. Jo. Einmal mehr etwas, wo wir erstmal nicht so genau wissen, was wir damit machen sollen. Aber das ist hier ja Regel statt Ausnahme. Aber was haben wir hier? Hier könnten wir. Hier kann man runterlaufen, weil. Ah, hier können wir ein bisschen drehen. Aber das mache ich noch nicht. Ich werde da hinten nochmal gucken. Vorher. Wenn ich das richtig sehe, ist hier weiter nichts, sondern nur noch da. Jo.
Alter. Mistvieh. So, jetzt kommen wir ran. Was haben wir da? Bluesteinbrocken. Jo, ist gut. Können wir gerade für die neu erworbenen Waffen hier gut gebrauchen. Okay. Was haben wir denn? Werdet wohl Sohn des Wassers. Und auch ihr werdet es hören. Das Geräusch. Okay, wir können ihn ansprechen. Ich kann ihn jetzt auch töten, vielleicht. Lassen wir das aber auch erstmal. Vielleicht ist er ja noch von Nutzen oder so. Ansonsten können wir diese Mechanik da mal in Gang setzen. So sieht es zumindest aus. Ja. Oder? Ja. Gerät bedienen, aber das machen wir erstmal nächsten Mal. Bis dann.